Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Portal 2 und weiter geht's mit dem Rätsellösen. Ich mit meiner Kartoffel auf dem Portalisator und wir fahren aufwärts. Die Kartoffel kommt schon gut, oder? Ja, die ist ja mein Liebling. GLaDOS heißt sie. Ich weiß nicht, ob das jetzt von dem Betriebsprogrammsystem DOS herrührt, aber es könnte aus dieser Zeit ja schon sein, ne? Aber GLaDOS für eine weibliche Stimme. Naja, Kartoffel klingt da schon besser. Aha. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Der Teufel ist ja wirklich ein arroganter Schnösel, oder? Ja, okay. Was haben wir hier? Von außen einmal alles Mögliche zum Portale machen. Da und da oben, das ist wieder eine Schräge, ne? Das kommt ja auch schon gut. Wir wissen ja, Schrägen sind immer gut. Portale können wir überall machen, ja, das ist ja nicht schlecht. Aber ich schätze, das wird jetzt einmal innen weitergehen und aus und zu. Na gut. Na gut. Aha. Aha, wir dürfen nicht länger als 20 Minuten und wir haben da Gel, Blau und Orange und... Hallo? Da kann man nicht rein. Nix. Keine Chance. Und da oben scheint wieder der Ausgang zu sein. Aha. Schon wieder der Elevator to Surface. Ups. Ups, Leute. Was ist denn jetzt da? Da muss es doch eine Möglichkeit geben, oder? Na? Nö. So, nur schön langsam. Ja, ich fange da ein Set an und stehe schon wieder voll auf der Seife, Leute. Wo ist denn da eine Mauer? Da ist eine Mauer. Ja, klar. Toso. Und da raus. Okidoki. Es war ja doch nicht umsonst, dass wir uns umgesehen haben. Aber das will ich auch noch mal machen. Okay. Also in diesem Spiel habe ich noch nichts Verstecktes gefunden. Also da gibt es keine Gimmicks oder sonst irgendwas. Oder habe ich sie übersehen? Also wenn ihr was gefunden habt, wäre das extrem nett, mir das zu sagen. Ja. Pump Station Gamma. Da ist wieder eine zugemauerte Tür. Dann gehen wir halt nach Gamma. Gut, geh raus. Die Kartoffel ist auch recht schweigsam immer, also quassle ich einfach so vor mich hin. Aha, ich nehme an, darauf müssen wir wieder, weil da schon Vorsicht steht und darauf auch. Gut, treten Sie ein. Carolyn, wer ist
oder? Oh Gott. Weißt du, ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Okay, Kartoffel, denke mal. Das werden wir wahrscheinlich auch bald müssen. Also der Boden hier sieht nicht sehr freundlich aus. Da wieder eine zugemauerte Tür. Das ist die Pumpstation. Und da gehen wir halt einmal kurz rein. Kann da nicht schaden. Da ist alles voller Gel. Aha. Und Alpha, Beta und jetzt sind wir bei Gamma. Cool. Auf geht's. Einmal, zweimal und dreimal. Sag bloß, wir müssen jetzt mit... Aha. Was ist denn das jetzt? Das ist ja ganz was Neues, Leute. Können wir da raus, ohne dass die uns kaputt machen? Also... Ich nehme an, wir müssen da mal rauf. Und, aha. Ich werde mal rüberlaufen. Ja, das mit dem Laufen, das haut auch nicht so hin. Ich nehme an, da werden wir Beschleunigungsgel brauchen. Oder wir schalten die ganzen Pumpen wieder mal aus. Und, ja. Wir sind zwar ein guter Hüpfer. Können wir das ausschalten auch wieder? Ne, da geht gar nichts mehr, gell? Ja, egal. Wir machen das dann auf die altmodische. Lass mich da mal raus. Keine Minute gespielt und schon gestorben. Ich würde nicht sagen, dass es ein Rekord ist, aber... Das sieht natürlich mir mal wieder ähnlich. So, sehen wir uns einmal um. Wir haben hier dieses... das ist das Sprunggel, gell? Ja, schön. Das kommt ja gut. Und ich schätze, darauf müssen wir, ja? Oder darauf. Ja, darauf, ja. Und da ist ein Steg. Und da können wir nichts. Da können wir schon. Aha. Also das weiße Gel. Kann das sein? Moment. Da ist nichts. Und da können wir das weiße Gel. Macht es möglich, Portale zu schießen. Ja, das ist ja gut. So, dann nächster Streich. Wir können mal da oben raufschauen. Wo geht's am ehesten? Kann man nicht drüber. Schauen wir mal darauf, okay? So, besseren Überblick. Und keep out. Bin mir überhaupt nicht sicher, wo wir da jetzt hin müssen. Wo kommt denn das jetzt her? Ah, wir sind da unten und müssen da rauf. Da ist noch ein Gang mit den gleichen. Und wozu die da rauf und runter fahren, das frage ich mich auch. Also gut. Also gut, also gut. Ja, gut. Okay. Das bietet sich ja doch gleich einmal an, gell? Ja! Müssen wir ja nicht einmal nachdenken, cool. Und wenn wir da reingehen, durch diese Emanzipationsschwelle, sind die Portale auch weg. Na gut. Aber wir haben hier das Beschleunigungsgel. Und müssten es aber jetzt doch schaffen, oder? Dieses Gel kommt extrem cool. Das gefällt mir noch besser als das Sprunggel. So.
My new boss is a robot. Aha. Robots are smarter. Robots work harder. Robots are better than you. Volunteer for testing today. Okidoki. Das war's dann. Ich glaube, wir gehen da mal raus und schauen weiter. Okidoki. Ja, und hier sind wir wieder da im Außenbereich. Ja, und ja, genau. Hatte doch recht, wir müssen darauf. Da diesen Abgrund überwinden. Und ich schätze mal, das haut mit einer Sprungschanze schon hin. Nur wo können wir da jetzt springen, gell? Ich habe da so eine Idee. Wir haben da hinten ein Zeichen, gell? Okidoki, versteht ihr? Wir beschleunigen da auf 1000 km/h und springen dann hier aus diesem Portal darüber. Beschleunigungsscale, Absprungschanze, die zweite. Und komm, ja. Voll vergeigt. Das haben wir nicht richtig gemacht, das Portal, gell? Immer diese Schlampereien. Wir werden das da genauer einrichten, gell? Bisschen mehr am Boden. Ja. Könnt hinkommen jetzt, gell? 3, 2, Halleluja! Die Springerei, die ist so cool. Na Kartoffel, was sagst du? Du sagst gar nichts, ist ja klar, die Kartoffel. Willkommen im Enrichment Center. Wo ist denn der Lautsprecher? Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zum Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade raus. Scheiß drauf. Ja, ja. Denken wir positiv und forschen weiter. Ja, hoffentlich. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Ja? Caroline, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Caroline, tschüss. Hau im Valium rein ein bisschen. Der Typ ist ja wirklich krank. Stand still, remain calm, scream. This statement is false. New mission. Refuse this mission. Does a set of all sets contain itself? Okidoki. Aber der mag sich selber schon sehr gern, gell? Und jetzt ist er ja bald am Abkratzen, so denke ich. Hoffe ich. Also da kann man runter. Da gibt's nichts. Nö. Aha. Da hinten sind unsere Portale, die sehen wir noch. Ich denke, Leute, das wird jetzt eine kurze Pause geben, bevor wir hier weitermachen. Das sieht nämlich gleich nach dem nächsten Test aus. Ich hoffe, Leute, ihr hattet Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Und wenn nicht, dann sagt ihm nicht weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Toso. Bis gleich. Ciao.